Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Personio Community Vlogs. Heute mit meinem Kollegen, dem Aljoscha, und zum Thema Dativ. Aljoscha, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Aljoscha, deine Rolle als Produktexperte, was genau machst du? Das Product Expert Team sitzt bei uns genau zwischen dem Produkt- und Engineering Team, also den Leuten, die das Produkt bauen, und andererseits dem Customer Operations und Success Team, das heißt den Leuten, die täglich im Austausch mit den Kunden sind. Und wir sind im Endeffekt eine Schnittstellenfunktion, die quasi Transparenz auf beiden Seiten gegenübereinander schaffen soll. Und was sind in deiner Rolle genau die Berührungspunkte mit dem Thema Dativ? Also ich bin innerhalb des Produktexperten-Teams für den gesamten Bereich Lohnabrechnung zuständig, deswegen auch mit Dativ im Austausch. Das heißt, ich arbeite eng mit dem Produktmanager zusammen, mit den Engineers, die in diesem Team daran arbeiten, gleichzeitig aber auch in verschiedenen Calls mit der Dativ tatsächlich und bereite auch so ein bisschen intern Trainings vor zu diesem ganzen Thema. Jetzt haben wir im September die Kooperation mit Dativ announced. Wir haben natürlich auch schon mehrere Monate daran gefeilt rum und haben uns sehr darauf gefreut, dass diese Integration, die Zusammenarbeit mit Dativ kommt. Wie haben wir uns intern auf dieses Thema Dativ vorbereitet und dafür auch aufgestellt? Organisatorisch haben wir vor allem zwei neue Teams etabliert. Das eine ist das Payroll Partnerships Team, das sich darum kümmert, die Kunden quasi optimal zu betreuen, die diese Integration nutzen, aber gleichzeitig auch das Netz an Steuerberatern aufzubauen, die hier in dieser Partnerschaft ja auch super wichtig sind. Andererseits haben wir im Produktteam ein eigenes Team, das sich nur um diese Integration kümmert, das Payroll Integrations Team, das auch sehr eng tatsächlich im Austausch mit einem, mit verschiedenen Produktleuten auf Dativ-Seite zusammenarbeitet. Jetzt ist die Integration natürlich ein großer Baustein. Das sind mehrere Themen, die Stück für Stück angegangen werden muss. Und das erste Feature wurde aber schon released mit einem wunderschönen Namen und verzeiht mir, wenn ich es vielleicht falsch betone, Lohnimport-Datenservice. Was genau ist das? Ja, wir haben es ausgewählt aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich weil es eben sehr stark darauf aufbaut, was wir bisher schon unseren Kunden anbieten konnten, nämlich den Dativ Loaders Export, der jetzt automatisch in das System Dativ Loaders transferiert werden kann. Und das heißt, im Endeffekt baut es darauf auf, was wir schon hatten. Gleichzeitig ist es aber auch ein Feature, das mit sehr vielen Stakeholdern irgendwie zu tun hat. Das heißt, wir mussten eng mit Dativ technisch zusammenarbeiten. Wir mussten bei uns selbst in User Interface Sachen ändern. Wir mussten aber auch darauf achten, dass Kunden einen neuen Prozess erlernen müssen, dass Steuerberater involviert sind. Das heißt, es war für uns ein super Proof of Concept, zu sagen, wenn so ein Projekt, in dem quasi alle Bereiche von dieser Integration einmal abgedeckt werden, gut funktionieren und wir das Ganze auf die Straße bringen, dann haben wir gute Chancen, auch in der Zukunft weiterhin diese Integration gut auszubauen. Jetzt ist das Thema Dativ, wie ich schon gesagt habe, natürlich ein großes Projekt und es wird noch mehrere Features geben. Kannst du ein Beispiel dafür nennen, welches Feature wir als nächstes angehen werden? Ja, der Fokus wird jetzt darauf liegen, dass wir den Export, den wir jetzt transferieren, erweitern und mehr Daten reinbauen. Das heißt, als nächstes werden wir uns um die Fixgehälter kümmern, die zusätzlich zu den bestehenden Stammdaten quasi das erste Modul im Bereich Bewegungsdaten darstellen. Am 28.10. wirst du uns auch weitere Updates zum Thema Dativ bei unserem User Group Meeting mitteilen, wo sich unsere Kundinnen und Kunden jetzt auch anmelden können. Von daher, Aljoscha, vielen lieben Dank für das kurze und knackige Update zum Thema Dativ und euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum User Group Meeting.